worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, grüß Gott, willkommen bei Fellner Live. Das ganze Land spricht über den Prozess gegen Florian Teichtmeister und das Urteil, das heute gefallen ist. Und mir zugeschaltet ist nun der Strafverteidiger von Florian Teichtmeister, Dr. Rudolf Meyer. Grüß Gott, Herr Meyer. Grüß Gott schön. Herr Meyer, im Internet fallen die Reaktionen sehr heftig aus zu diesem Urteil. 2 Jahre Haft, allerdings bedingt für Florian Teichtmeister. Er muss keinen einzigen Tag ins Gefängnis. Viele User sind der Meinung, das ist viel zu mild, dieses Urteil, angesichts der schweren Anschuldigungen, die hier im Raum gestanden sind. Können Sie diese Empörung nachvollziehen? Ich kann diese Empörung vielleicht für einen Laien nachvollziehen, als Jurist natürlich nicht. Wir haben einen Strafrahmen bis 3 Jahre und mein Mandant hat bekommen als unbescholtener Ersttäter, der reumütig geständig ist, immerhin 2 Drittel des möglichen Strafrahmens. Aber er muss nicht einen einzigen Tag ins Gefängnis. Das ist als Laie, muss man sagen, angesichts dieser Vorwürfe schon sehr schwer nachvollziehbar. Naja, wenn Sie bis 3 Jahre Strafrahmen haben und haben noch nie in Ihrem Leben etwas gemacht, dann geht das Gesetz so, dass Sie sagen, er soll jemand eine Bewährungsstrafe bekommen, weil da hat man mehr davon, als man steckt ihn ins Gefängnis, weil durchs Gefängnis wird kein Mensch besser, er wird höchstens kriminell infiziert. So hat er eine Probezeit, innerhalb derer er genau überwacht wird. Und wenn er sich innerhalb der Probezeit wohlverhält, ist er sicher besser, als er geht ins Gefängnis und kommt ein schlechterer Mensch raus, als er reingegangen ist. Jetzt muss man sagen, was da heute im Rahmen des Prozesses an die Öffentlichkeit geraten ist, das war schon extrem heftig, ganz grausliche Details, Textnachrichten etc. Haben Sie all das gewusst, was da heute verkündet wird, oder hat Sie das teilweise selber negativ überrascht, was da in dem Prozess zum Vorschein gekommen ist? Ich habe natürlich den Akt genau studiert, so wie jeden Akt, den ich für eine Verhandlung genau studiere, und daher war mir das bewusst. Was war denn jetzt Ihrer Meinung nach der Grund für dieses milde Urteil? Ich würde sagen, das Urteil ist nicht so mild, das Urteil ist einfach gerecht und dem Rechtsstaat Österreich angemessen. Und der Richter hat in der Begründung etwas sehr Gutes gesagt. Er hat gesagt, nicht die Straße entscheidet hier, sondern das Gericht entscheidet hier nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. Und diesen ist das Urteil genau angemessen. Aber ist das nicht generell ein Problem, dass unsere Gesetze ja anscheinend dann problematisch sind oder viel zu lax, wenn es für solche schwerwiegenden Delikte, und wir reden ja immerhin hier von mehr als 70.000 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt, nicht einmal einen Tag Haft gibt? Schauen Sie, Sie wiederholen das immer dasselbe mit, hat keine Haft. Davon gehen Sie allen meines Erachtens davon aus, dass das jemand bessert. Der Sinn des Gefängnisses soll ja eine Besserung sein. Oder wenn jemand schon so kaputt ist, dass man sagt, den kann man auf die Menschheit nicht mehr loslassen. Das ist nicht der Fall. Mein Mandant hat ja kein einziges Hands-on-Delikt gesetzt. Er hat diese Filme angeschaut. Ja, dafür ist ein Strafrahmen bis 3 Jahre. Und wenn Sie so bestehen immer drauf auf große und strenge Strafen, dann schauen Sie in die USA. Da kriegen die Leute 3x5.000 Jahre und nur 2x lebenslang. Und während das Urteil verkündet wird, machen draußen andere genau das gleiche Delikt wieder. Leider nützt die Abschreckung bei allen Delikten, die aus dem Affekt herausgesetzt werden oder wo jemand krank ist, nützt die Abschreckung der strengen Strafe überhaupt nichts. Das ist ein wissenschaftliches Faktum. Ihrer Meinung nach braucht es aber auch keine strengeren Gesetze. Sie sind der Meinung, der gesetzliche Rahmen reicht? Ja. Jetzt ist ja in dem Urteil festgehalten, dass es innerhalb dieser Bewährungszeit auch die Möglichkeit gebe, dass Florian Teichtmeister in so ein genanntes forensisch-therapeutisches Zentrum kommen könnte. Unter welchen Voraussetzungen würde er in so ein Zentrum kommen? Was müsste da passieren? Er würde hier in eine geschlossene Anstalt kommen, wenn er die Auflagen, die er
heute im Urteil bekommen hat, nicht einhält. Diese sind stetige psychiatrische und psychologische Behandlung, weiters strikte Harn- und Blutkontrollen, ob er nicht irgendwelche Drogen einnimmt, und drittes ständiger Kontakt mit der Bewährungshilfe. Und wenn er gegen eine dieser Auflagen verstößt, müsste er sofort in dieses forensisch-therapeutische Zentrum, oder wird man zuerst verwarnt? Wie läuft das dann ab? Nein, dieses Gericht speziell ist da hier sehr strikt, das hat der Richter gesagt, bei der Urteilsbegründung. Sofort kommt er dann in die geschlossene Anstalt, und das ist ja auf unbestimmte Zeit. Da gibt es keine Zeitdauer wie bei einer Freiheitsstrafe. Das kann sein 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Das ist auf unbestimmte Zeit. Das ist das Besondere dieser Maßnahme. Und die würde sofort vollstreckt werden, wenn er gegen irgendeine der Auflagen verstößt. Und hier reden wir von einem Zeitraum von 5 Jahren. Also sprich, wenn er innerhalb von 5 Jahren gegen eine dieser Auflagen verstößt, dann müsste er in dieses forensisch-therapeutische Zentrum. Das ist eine geschlossene Anstalt, das ist genauso wie ein Gefängnis, nur ist es drinnen mit psychiatrischer und psychologischer Betreuung und Behandlung. Und wie gesagt, wir reden von einem Zeitraum von 5 Jahren. Also wenn er innerhalb dieser 5 Jahre gegen die Auflagen verstößt, dann müsste er dort rein. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Und genauso, wenn er, da er ja 2 Jahre Freiheitsstrafe bedingt bekommen hat, wenn er innerhalb einer 3-jährigen Probezeit irgendein neues Delikt setzt, dann muss er diese 2 Jahre im Gefängnis verbüßen plus die neue Strafe dazu. Wie hat denn Ihr Klient eigentlich dieses Urteil aufgefasst? Das hat ja den Eindruck gemacht, zumindest von den Bildern, dass er fast erleichtert war. Er war natürlich erleichtert, weil es ein Urteil ist, das nicht nur ihm eine Chance für sein weiteres Leben gibt, was aber auch für die Opfer gut ist. Denn so wie Sie sagen, keinen Tag in Haft. Da wäre mein Mandant in Haft gegangen, kommt er ungeheilt, schlechter heraus, und dann ist auch für die Opfer die Gefahr größer. So ist durch die Behandlung die Gefahr für die Opfer nicht vorhanden. Aber haben Sie wirklich das Gefühl, dass Ihr Mandant einsichtig und reumütig ist? Ja. Er muss ja jetzt auf jeden Fall mal in Behandlung. Wie lange wird diese Behandlung dauern? Gibt es hierfür einen Zeitrahmen? Diese Behandlung wird so lange dauern, bis man sagt, die Maßnahme war erfolgreich, es sind bei ihm keine dieser Störungen mehr vorhanden. So lange dauert die Behandlung. Jetzt hat Ihr Mandant ja selber im Prozess gesagt, ja, ich bin pädophil, das hat er gesagt. Wie kann so jemand überhaupt Ihrer Meinung nach geheilt werden? Es ist nicht nur die Frage der Heilung. Es genügt ja auch, wenn jemand die Kontrolle über sich selbst erlangt, dass er gewissen Trieben nicht nachgibt. Wenn jemand zum Beispiel spielsüchtig ist, da sagt man auch, das sei fast nicht heilbar. Aber es genügt ja, dass er einfach nicht spielt. Und das können Sie mit einer Behandlung auf jeden Fall erreichen. Wie will man denn eigentlich sicherstellen, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist und sich solche Bilder dann nicht mehr ansieht? Bitte wiederholen Sie die Frage, bitte. Wie wird man denn sicherstellen, oder wie sozusagen wird dann zuerkannt, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist und sich diese Bilder nicht mehr anschaut und dann eine Therapie abgeschlossen ist? Macht das ein Gutachter, oder wer entscheidet das? Das macht ein Gutachter, natürlich. Da müssen Sie sehen, da wird ein Antrag gestellt, dass nunmehr die Maßnahme erfolgreich war, und diese Behauptung wird überprüft von einem wieder gerichtlich beiden Sachverständigen, ob das stimmt oder nicht. Wenn der sagt, das stimmt nicht, dann bleibt die Maßnahme weiter aufrecht. Jetzt hat Florian Teichtmeister im Rahmen dieses Prozesses selber angekündigt, nicht mehr auf die Bühne zurückzukehren. Was wird er denn jetzt eigentlich machen? Ja, er wird schauen, dass er ist ein Kulturmanager, Studierter, in Kulturmanagement etwas machen, wo auch keine Kontakt ist mehr mit, weiß ich, jungen Schauspielern oder die es werden wollen, oder jedwede andere Arbeit, egal was sie ist. Er hat wörtlich gesagt, weil ich will dem Staat nicht finanziell zur Last fallen. Glauben Sie ernsthaft, dass irgendein Künstler sich von Florian Teichtmeister im Kulturmanagement vertreten lassen wird künftig? Ja, das wird man sehen, ob das so ist. Und wenn es nicht ist, hat er ja schon deutlich gesagt, dass er jede Arbeit annimmt, egal was es ist, um niemand zur Last zu fallen. Aber ganz Österreich weiß mittlerweile die Historie von Florian Teichtmeister. Glauben Sie, dass der überhaupt noch irgendeiner Arbeit nachgehen kann in diesem Land?
Na, ich würde sagen, die ganze Historie weiß man deshalb, weil es die Medien so ausgeschlachtet haben, zu seinem Nachteil, und ich ja der Meinung bin, dass das gegen die Unschuldsvermutung x-fach verstößt. Deshalb weiß man es. Aber glauben Sie dennoch, dass er in Österreich überhaupt einer Arbeit nachgehen kann, oder müsste er nicht eigentlich auswandern? Ja, wenn er keiner Arbeit nachgehen kann, weil ihn niemand nimmt, dann wird leider der Staat für ihn bezahlen müssen. Ja, so wie für jeden anderen, der Notstandshilfe bezieht und keine Arbeit bekommt. Okay. Er kann auch ganz normal auf Urlaub fahren, habe ich vernommen. Stimmt das? Er kann auf Urlaub so fahren, dass es innerhalb der Therapieauflagen genehmigt ist. Also wenn er einmal in der Woche zur Therapie muss, dann kann er innerhalb dieser einen Woche auf Urlaub fahren. Warum sollte er das übrigens nicht tun? Wie kommen Sie auf die Idee, dass er das nicht tun darf? Eine Frage, auch außerhalb von Österreich. Können Sie mir das erklären? Frage, ich stelle die Frage, Robert. Bitte? Das ist eine Frage. Bitte, Herr Redakteur? Das ist eine Frage. Welche Frage ist das? Ob er das darf, auf Urlaub fahren. Aber Sie sagen ja, er darf auf Urlaub fahren. Ich habe gesagt, ja, er darf es. Auch außerhalb von Österreich. Auch außerhalb von Österreich, innerhalb der Zeit, wo er die Therapiebehandlung machen muss. Das heißt, wenn er Lust hat, fliegt er auch auf die Malediven für 6 Tage quasi. Schauen Sie, Herr Redakteur, lassen Sie mich mit diesen Äußerungen in Ruhe. Ja, danke, ich breche das ab. Gut. Das war ein sehr aufgebrachter Anwalt von Florian Teichtmeister, der jetzt dieses Interview abgebrochen hat. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.